In der Corona-Krise passieren ja immer wieder etwas merkwürdige Dinge. Und eines dieser merkwürdigen Dinge ist sicherlich, dass die Amerikaner offensichtlich ihr Arbeitslosengeld in den US-Aktienmarkt investiert haben. Das will ich in diesem Video zeigen. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum letzten Marktgeflüster dieser Woche. Es ist ja so, dass wenn man in den USA arbeitslos wird, dann bekommt man 13 Wochen Arbeitslosenunterstützung. Durchschnittlich beträgt diese Unterstützung $300, ist also deutlich weniger als das normale Gehalt. Nun aber hat die US-Administration mal schlanke Pede $600 draufgelegt, sodass durchschnittlich die Amerikaner $900 pro Woche verdienen. Das sind dann fast $4.000 pro Woche, $3.600 im Schnitt. Und das ist mehr als 60% derjenigen, die vorher verdient haben, als sie noch gearbeitet haben. Das heißt, sie haben jetzt in der Arbeitslosigkeit mehr Geld zur Verfügung gehabt als davor, als sie vielleicht einen, zwei oder sogar drei Jobs gehabt haben. Das ist sozusagen das, was man zeigen kann. Wir haben heute nämlich gesehen, dass die persönlichen Einkommen überraschenderweise um 10,5% gestiegen sind im April. Eigentlich war ein Rückgang um 6,5% erwartet, während die persönlichen Ausgaben um 13,6% gefallen sind. Klar, die Leute gehen nicht mehr essen etc. Das macht sich bemerkbar. Dadurch wäre dann die Sparquote der Amerikaner so hoch wie noch nie in der Geschichte, wenn diese Zahlen stimmen. Und normalerweise rechnet man ja, okay, ich habe Einkommen, ich habe Ausgaben. Wenn die Einkommen steigen und die Ausgaben sinken, dann steigt die Sparquote. Aber diese Sparquote wurde eben investiert in die Aktienmärkte. Das ist wirklich kurios und das sehen wir hier unter anderem bei Robinhood, diesem Fintech-Unternehmen, das der große Highflyer ist, was das Trading betrifft in den USA. Und da haben die Leute ab März begonnen, Aktien zu kaufen. Das Volumen hat sich im Vergleich zu vorher um und bei verdreifacht, im Vergleich etwa zu Januar oder Februar. Das heißt, die Gelder, die hier frei geworden sind, die man erhalten hat, die wurden in die Aktienmärkte investiert in den USA. Und das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum die Aktienmärkte vor allem in den USA so stark gestiegen sind, neben dem Fed-Stimulus natürlich, neben den Versprechungen, die die Notenbank gegeben hat, dazu gleich noch mehr. Aber heute im Fokus ist natürlich wieder mal die Fed mit der Geldmenge M1. Hier sehen wir einen relativ engen Zusammenhang. Der Chart, der hier ganz nach oben geht, das ist die Geldmenge M1. Und der untere Chart, der auch ziemlich stark nach oben geht, aber nicht ganz so stark, das ist der S&P 500. Also es gibt schon einen Zusammenhang zwischen der gestiegenen Geldmenge und dem, was an den Aktienmärkten passiert. Das ist wahrscheinlich kaum zu leugnen. Das Interessante dabei ist, dass zum Beispiel einer der besten Performer ja in letzter Zeit der Russell 2000 war, dieser amerikanische Nebenindex. Das ist ein Index, bei dem um und bei 40% der Unternehmen sogar Verluste schreiben. Und wir sehen jetzt, dass durchschnittlich die Gewinne der Russell 2000 Unternehmen um 90% gefallen sind im Vergleich zum Vorjahr. Gleichwohl haben wir diese Outperformance beim Russell 2000 und Goldman Sachs schreibt dazu, die Divergenz zeigt, wie machtvoll das Prinzip Hoffnung ist bei den Investoren. Zuletzt, genau das ist der Punkt, es ist viel, viel Hoffnung. Und die Frage ist, ist die berechtigt? Schauen wir uns mal diese Small Businesses an, die teilweise in diesen Small Cap Index Russell 2000 sind. Und dann sehen wir, dass 39% der Inhaber in den USA von solchen Small Businesses sagen, ich weiß nicht, ob sich das überhaupt lohnt, mein Geschäft wieder aufzusperren, weil es wahrscheinlich sich nicht mehr tragen wird. Da sind also wahnsinnig viele Leute dabei, die dann auch noch unsicher sind, so um und bei. Die Hälfte sagt und überlegt sich, soll ich überhaupt noch mal die ganze Geschichte starten? Das zeigt so ein bisschen auch den Unterschied zwischen Bewertungen in den Aktienmärkten und der ökonomischen Realität auf dem Boden, könnte man sagen. Das wird hier sehr, sehr schön auf den Punkt gebracht. Interessant ist auch, dass der S&P 500 ja deutlich gestiegen ist. Das wissen wir alle. Aber der Anteil der Aktien, der neue Hochs gemacht hat im Vergleich zu neuen Tiefs, ist eigentlich in dieser Zeit nicht wirklich gestiegen. Das ist ein sehr, sehr ungewöhnliches Phänomen. Normalerweise habe ich, wenn ich dann deutliche Anstiege in den Märkten sehe, dann auch mehr Aktien, die eben auf einem Jahreshoch sind oder auf dem höchsten Stand seit einem Jahr,
Das ist diesmal nicht der Fall. Kommen wir wieder mal zur Realität zurück. Das muss man ja inzwischen immer fein säuberlich trennen. Wir haben jetzt neue Projektionen, was im zweiten Quartal in den USA passieren wird. Wir hatten das erste Quartal ja minus 5%. Zweites Quartal nach Einschätzung der New Yorker Fed jetzt minus 35,5% und die Atlanta Fed ist noch ein bisschen radikaler. Die sagt, es werden 51,2% mit einem Minus davor. Minus ist dieser Strich, der so waagrecht passiert und an den Aktienmärkten nicht mehr der Fall ist. Heute ein bisschen schon. Warum, wollen wir uns gleich mal anschauen. Das liegt an Sid Donald und es hat ein einziger Tweet gereicht, um ein bisschen die Stimmung zu verhageln. Das sind die Buchstaben China, China. Damit wollte Trump leicht unterkomplex vielleicht sagen, dass er heute ja noch eine Pressekonferenz plant, so um und bei gegen Börsenschluss soll die kommen bei Trump. Kann es auch gelegentlich ein bisschen später werden. Larry Kudlow, sein Berater, hat schon gesagt, ja, Trump wird China verantwortlich machen und die USA seien wütend auf China, insbesondere in der Hongkong-Frage. Trump dann auch wieder heute in Sachen Twitter, ich hatte da heute Mittag schon ein Video dazu gemacht, diese Auseinandersetzung zwischen Trump und Twitter. Aber jetzt im Fokus steht eben vielmehr jetzt dieser Konflikt USA-China. Heute hat die Botschaft der Chinesen in den USA gesagt, das, was in Hongkong passiert, das sind innere Angelegenheiten Chinas. Und wer sich da einmischt, der wird sozusagen auf harte Gegenwehr treffen und wird Gegenmaßnahmen erwarten müssen. Die Chinesen äußern sich hier ziemlich deutlich, vor allem zu dem, was da in Minneapolis, im Bundesstaat Minnesota passiert, wo ja Ausschreitungen sind, Plünderungen sind nach der Tötung dieses Schwarzen, der von weißen Polizisten hier mehr oder weniger erstickt worden ist, offenkundig. Und da sagte Hu Jintao, ja, das ist sozusagen etwas, wo hier Trump sich auch mal dazu äußern könnte. Das ist etwas, wo er praktisch hier Waffengewalt androht, das geht gar nicht. Da sollte man mal, so Hu Jintao, mit den Menschen in Minneapolis genauso mitfühlend sein wie mit den Menschen in Hongkong. Also man sieht, das wird sich so hin und her gepiesackt, das hört schlichtweg nicht auf. Und es ist noch nicht so lange her, dass Donald Trump gesagt hat, egal was passiert, meine Freundschaft mit Xi Jinping, die wird durch nichts in irgendeiner Form gestört werden können, auch wenn wir hier Handelskonflikte haben. Das hat gar keinen Einfluss auf das persönliche Verhältnis. Naja, inzwischen will er mit ihm nicht mehr reden, so hat sich das geändert. Diese ganze Geschichte, wie Art Cushin hier sagt, ein Urgestein der UBS auf dem Trading Floor sagt, das ist wahrscheinlich jetzt der Trigger für die Märkte schlechthin. Heute und vielleicht auch die nächsten Wochen werden wir sehen, je nachdem, was Trump machen oder sagen wird. Er wird auf jeden Fall natürlich diese Geschichte mit Hongkong verurteilen, die Chinesen da planen, faktisch ja die Aufhebung des Prinzips ein Land, zwei Systeme, und er wird wahrscheinlich eine Uiguren-Bill unterschreiben, also praktisch Sanktionen gegen chinesische Offizielle, die beschuldigt werden, bei der Unterdrückung der Uiguren hier eine Rolle zu spielen. JP Morgan reagiert jetzt auf diese Situation, auf diesen sich verschärfenden Konflikt und sagt, ja, da sind die Spannungen am Steigen, deswegen empfehlen wir den Investoren Absicherungspositionen, Puts zum Beispiel. Und da hat man eine Liste von Aktien vorgelegt, die eben ein besonders großes Exposure haben, also besonders viel Geschäft mit China machen oder durch China machen. Da ist eine Apple dabei, eine Texas Instruments dabei, da ist eine Nike dabei. Also das sind keine kleinen Unternehmen, sondern durchaus Dickfische. Und das zweite Thema heute, so ein bisschen an den Märkten, war Auftritt von Jerome Powell in einem Podcast, als er sagte, ja, momentan sind wir ganz zufrieden, aber die Bilanzsumme kann nicht ewig wachsen. Wir haben schon einige rote Linien überschritten, so hat Powell gesagt. Und natürlich gäbe es das Risiko einer zweiten Welle der Epidemie. Das würde dann diese ganze wirtschaftliche Erholung nochmal in Frage stellen. Und man sei aber nicht einmal nahe der Möglichkeiten, die man in der Bilanzsumme noch hat, also in der Ausweitung derselben. Das waren Aussagen von Jerome. Aber wenn man mal sieht, was die Fed faktisch macht, dann ist es so, dass wir jetzt einen Rückgang haben der Fed-Bilanzsumme im Vergleich zu der Verschuldung der USA. Und Tavi Costa hat das hier mal aufgeschlüsselt. Wir sehen, dass
hier der Public Debt vierfach gestiegen ist, während der Fed die Ausweitung der Bilanzsumme deutlich hinterher gegangen ist. Und das Missverhältnis, das hier entsteht im Vergleich zwischen Fed-Bilanzsumme und der Verschuldung der USA, ist jetzt die größte, seit die Repo-Krise gestartet ist. Das war ja, glaube ich, im Oktober oder ist das schon länger her? Kommt einem schon vor wie in einem vorherigen Leben. Jedenfalls mit der Ausweitung der Bilanzsumme der Fed geht es jetzt nicht mehr so schnell. Und das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum die Aktienmärkte jetzt, die schon sehr, sehr stark überkauft sind, vielleicht mal auch ein kleines Päuschen einlegen könnten. Abschließend nach Europa, da plant man offenkundig eine Bad Bank. Und deswegen ist die Aktie von Monte dei Paschi, dieser norditalienischen Bank, Traditionsbank, mit die älteste Bank Italiens, heute um 15% gestiegen. Ja, hurra, da kriegen wir also jede Menge Bad Banks. Im Grunde könnte man sagen, ist ja die gesamte Eurozone, sind die USA eine einzige Bad Bank. Ich hatte heute Morgen ein Video dazu gemacht, die Älteren werden sich vielleicht daran noch erinnern. Ja, aber schauen wir uns mal den Charts an, was da passiert. Und ich werde wieder Anja Kohl-mäßig mich hier rüber bewegen. Wir sehen, wir haben vorhin einen ziemlichen Ausschlag gehabt beim S&P 500, aktuell 3014. Da scheint gerade etwas passiert zu sein, was ich noch nicht weiß. Insgesamt der Tenor heute eben abwarten, bis Seth Donald sich da äußern wird. Wir sind leicht im Minus, es ist nicht dramatisch. Die Charts, falls ich es vergessen sollte, sind von Capital.com. Wir sehen beim DAX 11.573 auf der Uhr, kürzlich waren wir noch bei 11.800, was macht das Gold? Das ist gestiegen wieder, 1.733. Und wir gucken uns den Euro noch an, der jetzt wieder runterkommt unter die 1.11. Und amerikanische Crude Oil ist bei $33.57, wenig verändert. Jetzt, meine Damen und Herren, wünsche ich Ihnen ein wunderbares Wochenende. Wir sehen uns, wenn Sie mögen, am Dienstag wieder. Am Montag ist ja Pfingstmontag, die Börse ist geschlossen. Ich bin auch nicht da am Platz so recht. Also ich hoffe, Sie haben wirklich jetzt mal ein bisschen Spannung. Der ein oder andere fährt weg. Das erste Mal wieder seit gefühlt 5000 Jahren kann man mal vielleicht irgendwo wieder hinfahren. Also das Allerbeste. Wir sehen uns hoffentlich am Dienstag. Servus und ciao.